So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Beim letzten Mal haben wir Therion, zweites Kapitel begonnen. Und wir wollen mal wieder irgendwo einbrechen. Natürlich, wie auch sonst. Denn wir müssen den Drachenstein ja finden. Also einen Drachenstein, es gibt ja mehrere. Aber den roten gibt es anscheinend hier. Hold on. Halt, was habt ihr zu suchen? Da ich jetzt die Parole kenne, muss ich mich wohl nicht mehr hineinschleichen. Das ist sehr richtig. Wenn ich meine Trümpfe richtig einsetze, kann ich einfach hineingehen. Außer wir wurden verarscht, aber davon gehe ich nicht aus. Ich habe ein Paket für Orlik, Materialien für sein Experiment. Oi. Weißt du irgendwas von einer Lieferung? Nah. Nah. Seltsam, vielleicht ist die Nachricht irgendwie untergegangen. Egal, er sagt, es sei dringend, deshalb kam ich sofort her. Verstanden, wie lautet die Parole? Die Wahrheit aller Dinge. In Ordnung, ihr könnt durch. Much obliged. Vielen, vielen Dank. Das war natürlich wirklich sehr simpel, aber ich gehe davon aus, dass wir drinnen trotzdem noch gegen Wachen kämpfen werden, aus irgendeinem Grund. Ja, wo wären wir nur ohne Wachen, nicht wahr? Ja, ja. Und drinnen wird es, wie gesagt, noch weitere geben. Da bin ich mir sehr sicher. Das war beim letzten Mal auch schon voll seltsam. Wir haben uns reingeschlichen. Nur um dann drinnen trotzdem gegen Wachen zu kämpfen. Das ergibt keinen Sinn, aber okay. Aber ja, ich kann mich nicht beschweren. Keine Höhle, keine Höhle, nicht wahr? Anwesen hatten wir schon wesentlich weniger als Höhlen auf jeden Fall. Wir hatten ja auch nur das eine von, ja, Therions ersten Kapitel natürlich, ne? Da geht's weiter. Anscheinend, okay. Da gehe ich da noch nicht rein. Wir gucken uns erstmal hier um und holen uns diese Truhe und wahrscheinlich noch weitere Truhen, die es da oben noch geben könnte. Da sind auf jeden Fall noch einige Räume. Hallo? Ja. Olive des Lebens, die kann ich gebrauchen, auch wenn ich langsam eher die stärkeren Varianten bevorzugen würde, aber ich möchte mich nicht beschweren. Es sind immerhin keine Heiltraume, denn die brauche ich mittlerweile echt nicht mehr, zumindest nicht die normalen. So, wogegen kämpfen wir hier? Ach so, ja, die kennen wir ja schon. Wobei, die vorderen da habt ihr nicht gesehen. Die habe ich, glaube ich, kurz bekämpft, als ich nochmal zurückgegangen bin. Deswegen zeige ich sie euch kurz, ne? Das sind quasi die Laternen, nur mit Flügeln. Und die hinteren sind halt die Laternen, nur mit Rüstungen. Ich weiß nicht, warum diese Laternen jetzt so krasse Gegner geworden sind. Die gab es im ersten Kapitel ja nur, ja, in Therions Kapitel eigentlich. Aber meinetwegen, du da vorne bist gegen Eis anfällig, nicht wahr? Ich sehe schon, ich sehe schon. Dann versuche ich mal, euch zu brechen, denn du bist nicht gegen Eis anfällig anscheinend. Okay, ich bin verwirrt. Das ist deprimierend. Aber ihr da hinten seid auf jeden Fall gegen Feuer anfällig, das sehe ich natürlich sofort, aber... Warte mal, bist du gar nicht gegen irgendwelche Elemente anfällig? Warum das denn nicht? Das ist seltsam. Egal, egal. Wisst ihr was? Ich hau einfach drauf da. Und du hast damit mal drauf. Okay, dagegen ist er schon mal nicht anfällig. War zu erwarten eigentlich. Sollte ich buffen? Ich buffe mal Olbrick, das wäre eine Idee. Dann kann der nämlich gleich richtig viel Schaden reinhauen mit seiner AOE, sobald die alle gebrochen sind. Und das werden sie nach dieser Runde auf jeden Fall sein. Na, aber meint, werden sie doch nicht. Aber so gut wie. Doch werden sie sein. Okay, never mind. Ja, ich weiß, ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Bla bla. So, da kannst du einmal draufhauen einfach. Das ist nicht so schlimm gerade. Du hingegen kannst jetzt mal das hier voll aufladen und reinhauen. Bam, bam, die hinteren beiden sind gebrochen, der vordere ist sowieso tot. Ja, und der Rest ist relativ egal gerade eigentlich, ne? Ja, hau drauf, du. Ja gut, was gebe ich mir eigentlich Mühe? Die sind tot. Ja, Olbrick, ich habe dich gar nicht mehr gebraucht, so ein Misterbauch. Ich gebe mir viel zu viel Mühe für die Kämpfe. So anspruchsvoll sind die doch gar nicht, Mensch. Ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mehr grinden, das merke ich schon. Oh, hier geht's auch weiter, ha? Das macht mir Sorgen. Es kommt eine Katze hin, oder? Nee, doch nicht. Und da unten ging es auch weiter. Oh Gott. Eine Abzweigung. Was soll ich nur tun? Ich weiß doch nicht, wo ich hin will. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin will. Ich glaube, hier geht's weiter. Ich gehe mal zurück. Dann wird das hier unten wohl hoffentlich nur ein optionaler Weg sein. Würde ich jetzt einfach mal raten, nämlich... Ach, hier geht's auch nach oben. Ja, gut, dann war das gerade etwas unnötig, eventuell. Eventuell aber auch nicht. Vielleicht verbinden sich die beiden Orte ja da oben nicht. Auch wenn das ein echt seltsamer Aufbau für ein Gebäude wäre, aber das nur so am Rande... Ich glaube, da rechts geht's. Geht's da rechts jetzt rein oder nicht?
Das ist ein echt seltsamer Aufbau für ein Gebäude. Niemand würde so ein Gebäude bauen, das ist vollkommen unrealistisch. Das ist kompletter Bullshit. Wer macht sowas? Niemand macht sowas. Wie ich es hasse, wenn Gebäude nicht realistisch gebaut sind in Videospielen, nur weil es ja Dungeons darstellen sollen. Nee, also ich weiß nicht, ob ihr mich da jetzt nachvollziehen könnt, aber ich finde, ein Dungeon sollte schon in sich selbst schlüssig sein. So wie natürlich die gesamte Welt in einem Videospiel. Und wenn man einfach nur Gebäude hat, die aus Räumen zusammengeworfen sind, damit halt Räume existieren, die man sich angucken kann, dann pisst mich das an, weil ich meine, guckt euch das hier leider an. Was sind das alles für Räume? Wofür werden die genutzt? Die werden doch gar nicht genutzt. Wofür sollen die genutzt werden? Hier lebt doch niemand. Das ist einfach nur ein Dungeon. Und das pisst mich an. Ich will Gebäude erkunden, die so aufgebaut sind, dass sie eine Geschichte erzählen, alleine durch ihren Aufbau. Und nicht Gebäude, die einfach nur, wie gesagt, da sind, um erkundet zu werden von Abenteurern, die sie gerade ausrauben wollen, so wie wir es gerade sind. Wie gesagt, vielleicht klingt das für euch jetzt wie irgendeine unnötige kleine Kleinigkeit, über die ich mich gerade aufrege, aber das Spiel besteht halt nur aus Dungeons eigentlich. Also der Großteil des Gameplays findet in Dungeons hier statt und die Dungeons sind alle echt nicht gut. Nicht nur, dass sie zum Großteil einfach nur Höhlen sind, alle davon, sondern halt jetzt auch noch, dass sie wirklich nicht gut designt sind generell. Und hier ist ein Spezialraum, aha, ein etwas geheimerer Raum mit einem Blitzamulett, cool. Dungeons an sich machen halt leider echt nicht wirklich viel Spaß zu erkunden und wenn der Großteil des Spiels, wie gesagt, aus Dungeons besteht, ist das echt nicht gut, wenn die keinen Spaß machen zu erkunden, weil sie alle einfach das Gleiche sind. Einfach nur eine sinnlose Aneinanderreihung von irgendwelchen Räumen oder Gängen oder sonst was und ich meine, natürlich, man muss sie erkunden, um halt zu leveln und Truhen zu finden, aber man will sie nicht erkunden, weil es nichts zu entdecken gibt, abseits von Loot. Halt nichts. Ja, interessantes, ne? Ich kann es nicht erklären, aber ich hoffe, ihr versteht mich ein bisschen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen sehr gerade. Aber immerhin sind die Bosskämpfe cool und ich sollte mich vorher heilen vor dem Bosskampf. Das wäre auch cool gewesen, habe ich nicht gemacht. Schade aber auch. Well, I'll be damned. Das ist also die Tür, die Baham erwähnte. Ganz offensichtlich keine gewöhnliche Tür. Aber diese Kristallschüssel sollte helfen. Ich will mich heilen. Und meine FP wieder auffüllen. Vor allem das eigentlich. Okay, und ich darf genau das tun. Das ist wundervoll. Dann werfe ich mal ein bisschen mit Items um mich noch. Deine füllen wir auf und deine nicht. Das lohnt sich definitiv nicht. Und das und das und das machen wir auch. Und jetzt bin ich vollkommen bereit. Glaube ich, hoffe ich. Ach, hier ist ja niemand. Noch nicht natürlich, nur da kommt natürlich jetzt noch jemand gleich. Liebe Orlik natürlich. The Ruby Dragonstone. One down, two to go. That's far enough, thief. You must be Orlik. I assume you heard the rumors and came to steal my Dragonstone. But filthy thieves such as yourself could never appreciate its true value. Wait. Barham put you up to this, didn't he? That nagging, patronizing coward, Barham. This research is pointless, Orlik. Enough with the Dragonstone, Orlik. I'll decide when enough is enough. Mark my words, boy. This stone is mine, and you will never have it. I beg to differ. I couldn't care less about its true value. But I need to get that stone back to its rightful owner, and that's not you. This stone should be in the hands of someone intelligent. Someone who can appreciate its mysteries. Someone like yourself? Precisely. This beautiful stone requires research, and I'm the only one who can do it. It sounds like you can't trust anyone else to get the job done. Why should I? I never said you should. I know how it feels.
Don't pretend you understand. Enough with this thoughtless prattle. I have work to do. Okay, okay, dann kämpfen wir ruhig mal gegeneinander. Was soll es das? Out of my way. Was soll es das? Warum ist das rot? Warum war da ein Schloss? Ich bin sehr stark verwirrt von einer ganzen Menge Dinge gerade. Ja, ich denke gerade ein bisschen nach. Wir machen einfach mal das hier. Irgendwas passiert. Okay. Jemand ist dagegen schwach, das sehe ich schon. Aber warum ist das dahin rot? Also ich denke mal, das heißt, ich kann ihn gerade nicht brechen. Aber was muss ich machen, um ihn brechen zu können, ist die Frage. Wir haben jetzt übrigens drei Leute dabei, die Stäbe benutzen können, das ist das Schöne. Und da die gegen Stäbe schwach sind, kann ich das eigentlich relativ gut nutzen. Aber ich will mit dir gerne mal analysieren zuerst. Okay, diese gegen Luffy, dann finde ich das sehr schön. Das kann ich gleich Primrose machen lassen, alles. Das sind Speeren. Okay, da hinten ist gegen Speere anfällig, aber es hat keinen, ja, Schild gebrochen anscheinend. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich dagegen tun muss, aber das Spiel erklärt es mir auch nicht. Vielleicht muss ich erst die Ads töten, vielleicht ist es das. Das würde doch logisch klingen, oder? Ich weiß es nicht. Probieren wir es noch mit Schwertern aus. Ja, dagegen sind die Ads auf jeden Fall auch anfällig, sehr schön. Und du kannst deine Dunkelheit gerne nutzen, ein bisschen. Ja, das hier. Dann sollte die erste Reihe da nicht mehr lange aushalten eigentlich. Ich muss ihn halt nur noch in einer Runde brechen können. Komplett, nicht brechen, sondern töten können. Gut, das machen wir jetzt. Du kannst heilen. Dich selbst. Sofort. Vielen Dank. Und dann lasse ich es jetzt langsam angehen. In Anführungszeichen langsam. Ich lasse dich beide davon angreifen mit einem Horizontalhieb auf jeden Fall. Jetzt kommt Prim gleich dran und kann erstmal buffen. Und zwar am besten Cyrus. Und Cyrus sollte auf jeden Fall gleich genug Schaden reinhauen, damit alle in der nächsten Runde Falken aushalten durch der Boss, logischerweise. Und dann können wir uns wahrscheinlich um den Boss kümmern, wenn alles nach Plan läuft. Also wenn das so funktioniert, wie ich gerade denke, dass es so funktioniert. So, du kannst reinhauen mit ein bisschen Feuer. Bist ja nicht gebufft, aber hey, was soll's. Trotzdem einiges an Schaden gemacht. So schwach bist du auf jeden Fall nicht als Magier. Das möchte ich dir mal nicht weiter vorwerfen. Ja, aber damit buffe ich jetzt trotzdem erstmal Cyrus. Und Cyrus kann jetzt umso mehr Schaden reinhauen. Er hat auch mehr als genug FP noch. Nicht so wie letztes Mal, wo ich das vorhatte. Sowas in die Richtung. So, vollkommener Blitzschaden. Weil warum auch nicht? Tut ja nichts gegen, nicht wahr? Gut, und nochmal direkt. Was habe ich noch nicht ausgetestet? Ah, du hast keine Bußpunkte mehr. Das hätte ich mir denken können. Trotzdem, ich glaube, Feuer und Blitz habe ich jetzt schon ausprobiert, oder? Probieren wir es mal mit Eis noch. Ich glaube, die waren gegen Eis anfällig. Auch wenn mir das jetzt nichts mehr bringt. Und ja, tatsächlich, ich musste nur die Ads töten. Das ist eine interessante Mechanik. Man hätte sie mir auch erklären können, damit ich weiß, was es damit auf sich hat. Aber nein, darauf hat das Spiel wohl keine Lust in dem Moment. Ja, Therion, du greifst erstmal an, auch wenn das nicht dein Job ist eigentlich. So. I'm ready. Ums Debuffen kümmern wir uns dann gleich irgendwann. Du hingegen kannst dich schon mal ums Waffen langsam kümmern. Und zwar fangen wir an mit... Gute Frage eigentlich. Wir erhöhen die physischen Angriffe von Ulbrich. Und Ulbrich kann... Ich will dich erstmal analysieren auch, wenn ich mit Cyrus dran bin auf jeden Fall. Ein paar mehr Schwächen könnten nicht schaden und vor allem könnten auch die Leben nicht schaden. Nur damit ich mich ein bisschen sicherer hier fühle. Und dann kannst du Stufe 3 auch noch Therians magische Angriffe machen, auf jeden Fall. Und Cyrus dann als letztes, weil der hat jetzt gerade ja sowieso noch, aber jetzt ist sowieso eine Runde zum Analysieren da. Okay, wieder 30.000 ungefähr. Der ist also nicht viel stärker als der letzte Boss, also eigentlich kein Problem sollte es darstellen, denke ich mal, hoffe ich mal. Und du kannst jetzt schon debuffen, willst jetzt schon debuffen, du kannst erstmal den Schaden debuffen, auf jeden Fall. Ah, das hat schon ausgeglichen, glaube ich, ne? Er hat jetzt keinen Debuff, aber er hat auch keinen Buff mehr. Und man sollte gleich mal heilen. Ich weiß nicht, wer das tun sollte, aber du tust das jetzt, glaube ich, mal. Du tust das jetzt mal. Mit einer Heiltraube M auf Cyrus. Denn unsere liebe Prim muss ja noch buffen. Sie hat einen wichtigen Job gerade zu erledigen.
Ist er dagegen schwach? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Warum tue ich es? Ich weiß es nicht. Ich wollte es mal probiert haben. Oh, du bist gar nicht gerade fürs Waffen zuständig, weil du musst ja erstmal heilen. Na, wo bin ich denn hier? Mensch. Warte mal. Nee. Wir machen nur mehr heilen. Kann ich sowieso nicht aufladen, also tun wir es einfach mal. Waffen bringt's nicht, wenn du keine Boostpunkte hast. Okay, heilen bringt's auch nicht, wenn du keine Boostpunkte hast. Du hättest eigentlich nichts tun müssen, einfach. Hau mal drauf. Du stickst auch mal rein. Und dann sind wir gleich eigentlich soweit. Prim verreckt hier ein bisschen. Das ist blöd. Du sollst nämlich jetzt eigentlich waffen, weißt du das? Aber okay, wir heilen dich, weil sonst verreckt du jetzt noch, wenn er jetzt irgendeine AOE oder so einsetzt. Gut, hätte ich überlebt. Egal. Man will ja kein so großes Risiko eingehen, das mal im Ernst. Dann würde ich jetzt eigentlich echt gerne gleich mal Prim buffen, aber ich kann nicht. Das fühlt sich ziemlich stark an gerade. Du hingegen kannst jetzt endlich mal... Oh, du kannst gleich keine starken Angriffe einsetzen, du hast keine Boostpunkte, das ist echt blöd. Aber egal, physische Verteidigung auf jeden Fall senken. Und jetzt wirst du gleich gebrochen, noch nicht. Du kennst doch... Du kannst genau das machen. Du kannst einfach mal Therians Boostpunkte auffüllen. Sehr schön. Und jetzt stechen wir ihn einmal. Machen wir das jetzt? Wir machen das jetzt. Und du kannst jetzt direkt nochmal den letzten Buff nutzen, den du noch nutzen musst. Und zwar auf Cyrus, genau. Dann sind wir jetzt vollkommen bereit für den Angriff. Für den perfekten Angriff, hoffe ich. Mehr oder weniger perfekt halt. Und zwar einfach, wow, ist mir relativ egal, glaube ich. Blitz dir, nimm es. Und Cyrus, dasselbe bitte nochmal. Ich glaube, es ist echt vollkommen egal, was man einsetzt, solange die Gegner gebrochen sind, oder? Also man muss da nicht auf Schwächen achten, oder? Ich glaube nämlich nicht. Warte mal, ist Therian ernsthaft stärker, was magische Angriffe angeht, als Cyrus selbst? Das ist irgendwie gerade verwirrend, aber ich glaube, der hat echt mehr Schaden gemacht, oder? Das ist so weird, aber ich will mich nicht beschweren darüber. So, Kreuzschlag. Bam. Über 5000 Schaden. Fast 6000 sogar. Gut, es läuft echt gut eigentlich. Es läuft eigentlich echt fucking gut. Dann kannst du mal buffen in der Zeit. Du hast eh nichts Besseres zu tun. Und Therian kann zumindest noch einmal irgendwas Magisches nutzen, auch wenn nicht mit voller Aufgeladenheit. Du kannst gar nichts nutzen. Haha, am Arsch. Weißt du was, du kannst dann einfach mal eine anregende Pflaume nutzen auf dich selbst. Warte mal, achso, du hast echt nur noch ein FP, stimmt. Ich war gerade ein bisschen verwirrt in der Anzeige rechts, aber nein, du hast nur noch ein FP, das ist ein bisschen blöd natürlich. Konstrukt aktivieren, aha. Das ist nicht allzu nett und jetzt, oh mein Gott. Aber warte mal, du bist nicht mehr blockiert trotzdem, oder? Bist du nicht. Und ich sollte dich definitiv jetzt brechen, weil... Oh, ich muss dich sehr schnell brechen sogar. Kriege ich das hin wohl? Ich sollte es hinkriegen können. Wenn ich den richtigen Angriff benutze auf jeden Fall. So, bam, bam, bam. Da überlege ich jetzt nicht allzu viel. Ja, okay. Er ist auf jeden Fall gebrochen hier. Habe ich nichts gegen. Da kannst du auch direkt wieder irgendwas einsetzen. Ich glaube, der da vorne, warte mal. Der ist gegen Feuer wahrscheinlich anfällig, würde ich mal raten jetzt. Also setzen wir auf Feuer ein. Bam, bam. Dann können wir seine Verteidigung auch noch ein bisschen senken zumindest. Schaden werden wir jetzt wohl nicht allzu viel machen, leider. Obwohl, ich könnte. Ich könnte sogar echt noch viel Schaden reinkloppen jetzt. Indem ich nämlich... einen... Okay, ich habe keine sehr starken mehr, aber den gebe ich mal Therian hier. Ja, füllt nur zwei auf, aber passt schon. Das weiß ich nicht, Cyrus, was der Logical Course of Action ist. Wogegen bist du noch anfällig? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte Feuer einfach einlassen können, aber egal. Dann machen wir jetzt mit so viel Schaden nochmal. Mit Feuer natürlich. Bam, bam. Und Ulbrich kann auch zumindest nochmal horizontal über 2 nutzen. Gut, war nicht allzu sinnvoll. Schade. Aber komm, so viel kannst du nicht mehr aushalten. Mensch, ich sollte gleich eine AOE-Heilung auf jeden Fall nutzen. Brim, du kannst eigentlich mal einen Energiegranatapfel nutzen. Gebrauchen, eher gesagt. Da kannst du gleich mal richtig schön heilen. Solltest du auf jeden Fall nämlich tun. Denn sonst sind wir alle ein bisschen, am Arsch. Um es mal freundlich auszudrücken.
Das tun wir doch mal hiermit. Das war doch das Richtige. Nein, das war nicht das Richtige. Mein Gott, wenn ich das jetzt getan hätte, hätte ich mich echt für immer gehasst. Nein, nicht für immer. Nur für die nächsten zwei, drei Minuten. Aber ich übertreibe gerne manchmal ein bisschen. Wisst ihr das? Du brauchst auch langsam mal eine anregende Pflaume auf jeden Fall. Ja, nimm. Sollte reichen. Erstmal, hoffe ich. Ihr braucht eigentlich alle mal anregende Pflaumen langsam, habe ich das Gefühl. Egal. Du kannst jetzt auch eine essen, nämlich. Nimm sie bitte selbst. Bitte sehr. Und so langsam kann ich mir neue Buffs verteilen, oder? Nein, noch nicht. Gerade lohnt sich das überhaupt nicht. Ich kann aber die Verteidigung weiter senken, da hinten. Und du kannst weiter noch eine andere Pflaume essen, ganz ehrlich gesagt, glaube ich einfach. Ist das sinnvoll? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich absolut nicht. Fuck, viel verrecken. Niemand ist verreckt. Das ist sehr schön, das ist sehr angenehm. Soll ich seine Verteidigung jetzt brechen? Nein, soll ich nicht, auf keinen Fall. Nicht jetzt. Noch nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt wirklich nicht. Nein, ich versuche jetzt die Verteidigung von dem Viech da vorne zu brechen, damit es auch mal verreckt, ganz ehrlich gesagt. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Du hingegen kannst jetzt echt nochmal heilen. Ja. Lohnt es sich? Weiß ich nicht, ich hoffe es. Der Angriff ist scheiße. Also der Skill ist ja kein Angriff, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich Angriff sage, meine ich... Weiß ich auch nicht, was ich meine. Ist egal. Stirb. Also sei gebrochen zumindest und dann stirb jetzt bald hoffentlich mal. Magierakete. Okay, am Arsch. Therion ist tot. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Ja, du kannst aber trotzdem einfach mal jetzt... Wo ist es denn? Die Olive des Lebens kannst du nutzen. Hier, nimm sie. Das heilt nicht allzu viel. Wer du tötest jetzt irgendjemanden, dann wäre ich echt angepisst. Wirklich, 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 wirklich. Cyrus ist tot. Das ist. Ich hasse mein Leben. Egal. Ich darf jetzt gerade nicht mit dir heilen. Du musst jetzt gerade den hier umbringen. Einfach. Es reicht nicht mal. Es reicht echt nicht mal. Ich bin gerade ziemlich gefickt. Ich sollte echt mal aufpassen, was ich tue. Was habe ich gerade gesagt? Ich sollte aufpassen, was ich tue, ha? Erweiterung? Okay, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht das Schlimmste, was wir hättest tun können. Es ist aber ziemlich schlimm. Wir werden sterben. Ich bin tot. Hat... Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hat Primrose die AOE-Heilung? Ich glaube nicht. Also die AOE-Wiederbelebung, meine ich. Oh Gott, ich bin tot. Ich glaube, ich bin echt gefickt. Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte das absolut alles nicht tun sollen, was ich getan habe. Wir sind tot. Ich glaube, das war ziemlich knapp, ist das Ding. Fuck my life. Okay, wie man sehen kann, der Boss hat auch noch ungefähr 6000 Leben, ein bisschen mehr als 6000, aber hey. Und bis auf Primrose sieht es mit unserer Party auch recht gut aus, aber die kann jetzt auch nicht heilen, die muss jetzt unbedingt brechen, weil sonst nutzt er gleich seinen Spezialangriff und dann sind wir definitiv gefickt. Komplett. Entschuldigt meine bösen Wörter. Dings. Ihr wisst schon. Oh Gott, was tue ich denn jetzt? Ich will ja eigentlich schon Schaden reinhauen, ne? Aber eigentlich gibt es gerade andere wichtige Dinge, die ich erledigen sollte wahrscheinlich. Zum Beispiel Prim heilen auf jeden Fall. Und jetzt sieht die Party eigentlich vollkommen in Ordnung aus. Wir können halt nicht allzu viel Schaden rennen, weil ich habe halt nicht genug BP. Aber das können wir eigentlich ändern mit Objekten, nicht wahr? Da sollten wir noch einiges von übrig haben. Warte mal, wo waren das jetzt? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen oder was? Ja, vorbeigelaufen vor allem. Aber wir haben noch die. Ja, das lohnt sich echt nicht, einen Punkt aufzufüllen, oder? Nee, eigentlich nicht. Na doch, eigentlich schon. Wir machen hier nochmal... Ich finde das nicht, ich bin echt blind. Da ist es doch, meine Fresse, Toaster. Ulbrich, den nimmst du bitte. Und jetzt füllt gleich jemand deine FP auch wieder auf. Obwohl, den brauchst du, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, du brauchst es gerade gar nicht. Und du, Therion, wartest einfach diese Runde noch und haust mal eben jetzt halt da drauf, weil warum nicht? Wir müssen das Teil eh noch umbringen danach. Hoffentlich ist das nicht so stark. Also hat nicht so viel Leben insgesamt, wenn man sich darauf konzentriert gleich. Du hingegen kannst gerade echt nichts Sinnvolleres tun, als
Ach doch, kannst du. Du haust einfach Schaden mit rein. Mach mal, wie viel Schaden macht das? Genug, glaube ich. Es sollte genug sein gleich. Appel drauf. Und jetzt Olbrick, du bist unsere Hoffnung. Unsere Haupthoffnung, jedenfalls muss ich gleich noch irgendwas Krankes mit Therion machen, aber es sollte reichen. Es reicht absolut nicht. Ah, du bist nicht gebufft und er ist nicht gedebufft. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Holy shit, das hat natürlich immer den Unterschied gemacht. In dem Fall sind wir, glaube ich, ziemlich am Arsch jetzt. Muss ich zugeben. Nicht da, sondern hier. Probieren wir es doch bitte hier mit einmal aus. Er ist sowas von nicht tot. Warum habe ich gerade normales Eis eingesetzt, nicht doppeltes Eis? Ich weiß es nicht. Doppeltes Eis hat er natürlich nicht, aber doppeltes Feuer oder so hätte er einsetzen können. Sorry, dass ich so schnell rede, aber ich bin gerade ein bisschen genervt davon, dass ich so dumm bin. Aber so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Wir machen das jetzt nochmal ganz in Ruhe, okay? Und er ist wieder gebrochen. Jetzt mal gucken, was wir so tun können. Du bist immer noch nicht gebufft. Du kannst sowieso jetzt gerade nicht einsetzen. Dann in dem Fall nutzt du jetzt mal die anregende Pflaume, die ich sowieso schon lange mit dir nutzen wollte. Bitte, danke. Einfach selbst essen, vielen Dank. Und nicht andere Leute damit bewerfen. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll eigentlich, aber... War der da vorne gegen Feuer anfällig? Ich glaube nicht. Oder doch, war er sogar. Dann ist es sehr gut. Dann ist er jetzt endlich tot. Und wir müssen uns nur noch um den Ed kümmern. Das sollte an sich nicht mehr so schwer sein, oder? Komm schon. Ja, hau da ruhig drauf, ist egal. Ich hätte auch analysieren können jetzt. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen sogar. Aber egal, mal sehen, wie viel wir jetzt so anrichten können noch. Nicht damit. Obwohl, du kannst eigentlich lieber gerade debuffen, glaube ich. Willst du Verteidigung debuffen? Warum so lange? Ich weiß es nicht. Weil ich es kann. Ganz ehrlich, das ist der einzige Grund gerade. Ich wollte aber eigentlich nur ganz kurz noch Schaden machen, ein bisschen. Damit. Es reicht aber trotzdem nicht. Ich würde wirklich gerne wissen, wie viel Leben du bitte hast als scheiß Drecks-Ed. Wobei du halt natürlich kein normaler Ed bist, sondern so ein gerufener Ed. Aber ich meine, du solltest ja der normale Gegner sein, den wir auch schon vorher gesehen haben. Damit meine ich im Dungeon selbst. Also so stark solltest du nicht sein, eigentlich, prinzipiell. Aber was weiß ich schon, ich bin nur ein unwissender Toaster. So. Schaden, ja, lächerlich. Absolut lächerlich. Du kannst eh nichts Sinnvolles tun, hier, mach mal das hier. 4000, oh, holy shit, du bist echt stark, dafür, dass du nur ein normaler Gegner bist. Und Cyrus ist tot. Cyrus sollte sich mal heilen sollen in deiner Runde. Das wäre sinnvoller gewesen als fucking analysieren. Denn analysieren macht gar nichts, außer dass sich der Spieler hinterher ein bisschen sicherer fühlt. Okay, ein letztes Mal jetzt hier die physischen Angriffe von Olbrick stärken. Der Gegner ist immer noch physisch gedebufft. Du kannst jetzt ruhig deine ganzen BP aufbrauchen, um mit Dolchen reinzukloppen. Dann sollte es jetzt echt gewesen sein, hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Wäre lächerlich, wenn nicht eigentlich. Wäre echt lächerlich, wenn nicht. Okay, er ist tot. Das war mal wieder ein schwerer Bosskampf. Gerade durch die Beschwörung von diesem komischen Vieh am Ende hat mir das Ganze nochmal einige Probleme bereitet dann. Aber gut, es ging. Es war machbar. Sagen wir es mal so. Bested by thief. How disgraceful. Since you won't be doing much more research, I'll just take this. And now, back to Boulderfall. I'm sure Heathcote's got new orders for me. Hooray. Hooray! Sehr schön. Ich mag seinen Voice Actor mittlerweile, auch wenn ich es immer noch seltsam finde, dass seine Kind-Version einfach dieselbe Stimme hat. Ja, du bist zurück. I'm so glad to see you safe, Mr. Therion. I brought the Dragonstone. This is indeed the Ruby Stone, without a doubt. You have my gratitude. He is simply upholding his half of the deal, m'lady. He deserves no such thanks. Fick dich? After all, he has yet to return the two remaining stones. I think he's earned the removal of the band. Stop and think about what you're saying.
I beg your pardon? You can't guarantee I'll fulfill my promise if you remove this now. I believe you would. And why is that? You don't strike me as someone who would abandon responsibility. And you strike me as someone with too much faith in people. Take it from me. No matter how much you trust someone, they will betray you. So do yourself a favor and build your walls up higher before you get hurt. Mein Gott, bist du edgy. Holy shit. Mr. Therion. Please, m'lady, that's quite enough. Though I hate to admit it, he's right. It's best not to remove the band just yet. If you insist. So, where's the next stone? After a bit of digging, I found it to be in Wellspring. Any idea where in Wellspring? That town is home to a black market. How does he know about the black market? Only those involved with the business are supposed to know. I knew he was no ordinary butler. Ach, das hast du jetzt schon mitbekommen. Und nicht beim Kampf gegen ihn oder so. The Emerald Dragonstone is being sold there. Or so my sources say. I'll be on my way then. Good luck out there, Mr. Therion. You don't need to see me off again. It's a waste of time for both of us. But... farewell. Please, don't burden yourself with him, Miss Ravis. Even that man has dignity to uphold. Dignity? Though he may live an unscrupulous life, his skills as a thief keep him alive. Naturally, he has pride and confidence in these skills, but we use them against him. And I can imagine he feels great frustration when shown compassion and consideration by the very ones who duped him. If he did not feel such, I would not think him suitable for the job. I see. He's a man with a lot of pride. M'lady? My apologies, Heathcote, but I can't help thinking of that lonesome look on his face. Hat sie irgendwie einen Crush auf uns oder so? Irgendwie wirkt es langsam echt so. Come on, please. Nicht noch eine Roman-Story hier einbauen. Danke. It reminded me of myself back then. Is that so? Yes. His words may have been harsh, but I could tell that his true feelings were different. Wie gesagt, er ist edgy as fuck. Und so setzt sich Therions Reise fort. Sein nächstes Ziel, der Smaragdrachenstein. Also macht er sich in die Stadt Quellborn im Sonnenland auf und zurück in die Wüste. Und zu der Brutstätte der Niedertracht, die ihn dort erwartet. Aber bis es soweit ist, wird noch einiges an Zeit vergehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir gefällt Therion auf jeden Fall auf irgendeine seltsame Art und Weise, obwohl er übelst Klischee edgy ist und es mir eigentlich ziemlich auf die Nerven gehen sollte, aber hey, was soll's. Er ist eigentlich irgendwo ganz cool. Manchmal. Ich bin halt nur weiterhin von den Dungeons enttäuscht, aber hey, man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Lasst jedenfalls einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.